Wir brauchen noch ein Bisonfell, ne? Entschuldigung. Oh. Ich habe vorhin Karotte gegessen. Und irgendwie hängt mir noch so eine halbe im Hals, habe ich das Gefühl. Oder so ein Stück einfach nur. Ganz komisch. Ja, furchtbar. Ja, also so ein Bison wäre eigentlich auch schon ganz cool, wenn wir da noch einen finden würden. Da könnte man noch eine Tasche herstellen. War der gerade perfekt, der Vogel? Nee. Okay. Na gut, na gut. Let's go, boy. Das sind Pferde, ne? Gut, Pferde sind mir egal. Yep. Jedenfalls jetzt momentan. Später können wir vielleicht welche jagen. Aber jetzt momentan sind die eigentlich ziemlich Wurst. Oh, was bist du denn? Na hey. Easy. Sind das Traumfänger? Das sind Traumfänger, oder? Hier vibriert der Controller. Untersuchen, Traumfänger. Hättest gar nicht absteigen müssen, Arthur. Hm. Traumfänger. 1 von 20 entdeckt. Na, herzlichen Glückwunsch. 20. Dass der jetzt noch gelebt hat? Krass. Okay. Was machen die Traumfänger dann, wenn wir also 20 gefunden haben? Was war denn das gerade für eine Mucke? Das hat sich gruselig angehört. Ist das wegen den Traumfängern? What? Oh, das hört sich gruselig an. Hm. Alle nicht gut. Ein Zweier. Einer. Ist das ein Dreier? Das ist ein Dreier, ne? Das ist ein Zweier. Ja. There we go. Ah, den treffe ich doch hier von hier nicht. Jedenfalls nicht so, dass er gleich stirbt, oder? Probieren wir's? Hab ich ihn oder habe ich ihn nicht? Yep. Ah, er lebt noch, aber wir haben ihn erwischt. Okay, das war ja ein bisschen weiterer Schuss. Aber er ist umgefallen. Wo bist du? Da. Komm her, mein Guter. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Hat noch seine 3 Sterne. Sehr schön. Da freue ich mich. Oh. Ich wollte dich eigentlich nur häuten. Ist ja fast wie der Elch, den ich letztens geschossen habe bei Wild of Hunter. Way of Hunter. Das war ein richtig fettes Viech. Die Folge habe ich gerade gerendert. Richtig cool. Okay, das war schön. Da hüpft noch einer. Hm. Was sind bei euch da oben? Ein Stern. Ein Stern. 3 Sterne, ne? 3 Sterne.
Das lebt noch. Ah, ist umgefallen. Okay. Ist umgefallen. Tipptopp. Hep. Ja, ja, ist ja gut. Was, hat bloß noch einen Stern? War ich doch gut getroffen. Ist doch Blattschuss. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der jetzt noch alle drei hat. So ein Scheiß. Okay, das ist natürlich schade. Na gut. Naja, Entschuldigung, Plötzer. Ich bin heute mal... Ich spring dich mal an. Steht er einfach vor mir? Ja. Okay, der rennt noch weiter. Krass. Na gut. Ach Mensch. Sonst noch irgendwas hier? Weißwürdelhirschbock. Ging zu weit rüber. Ich hab's gerade gesehen. Mist. Na gut. Okay. Guck mal weiter. Wir müssen... Da lang. Ja. Und ich weiß noch eine Stelle, wo ich ein legendäres Tier gesehen habe. Das könnten wir uns vielleicht auch noch angucken. Ja, die weiß ich auch noch, die eine Stelle. Da könnte, also da ist ein legendäres Tier, ich weiß aber nicht welches. Könnte alles sein. Könnten wir uns aber auch mal angucken. Hasenfeld, gut. Oh, ich drück immer die falsche Taste. Verzeihung. Muss ich hier aufpassen? Ach nee, ist die Emerald Ranch. Okay, da muss ich nicht aufpassen. Dann müssen wir da irgendwo lang. Weil in Rhodes dürfen wir ja gerade keine Waffen benutzen. Deswegen sage ich wegen aufpassen. Okay, er bleibt liegen, schön. Okay, bei Emmons, Waschbär. Ich brauchte Dachs, ne? Dachs brauchte ich für die Tasche? Ja. Keine Ahnung, wo es Dachse gibt. Also nicht, dass ich jetzt eine Stelle wüsste oder sowas. Wenn wir mal irgendwo einen finden, der perfekt ist, dürfen wir den auf keinen Fall wegmachen. Den müssen wir unbedingt für die Tasche mitnehmen. Wäre wichtig. Ist eine Eule da, ne? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich mir da markiert hatte. Ist das der Baum da oben vielleicht? Den ich mir markiert habe? Aber hier ist auch irgendwo das Tier. Da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich das abballer. Das wäre dumm. Überhaupt die Frage, was suchen wir als erstes? Das Zebra oder? Was kommt als erstes?
Komplätze. Eliza Chell, hallo. I speak a little bit English. My English is not really good. Sorry. That's, I learn English at the moment at Duolingo. But I'm not good. Sorry. So, perfecto grande. Na los, drauf damit. War jetzt natürlich kein gutes Fell. Aber egal. Ja, ich würde hier ein bisschen drum rumreiten, weil ich will jetzt nicht unbedingt in das Gebiet, wo der direkt ist. Lass mal ein bisschen drum rumreiten und wenigstens zu der Stelle kommen, die ich mir markiert habe. Ich glaube, das war der Baum dahin. War das der Baum? Ah, es war der Baum. Mal, guck mal, hier haben wir ein Grab. Untersuchen, Baum. Der ist schon interessant. Cool. Vom Blitz getroffen mit Sicherheit. Haben wir was hinzugefügt. Fand ich ganz schick. Ist das jetzt eigentlich... Ne, da guck mal, das können wir jetzt wegnehmen. Wie kann ich denn das wegnehmen? L3. Okay. Und da ist noch eine Hütte. Da unten, oder was? Da ist ein Lager. Da können wir auch mal gucken gehen, was das ist. Ja. Schade, dass man sich das Grab hier nicht angucken kann irgendwie. Verformter Baum. Wir gehen mal runter. Gehen mal gucken. Hoppala, schön vorsichtig. Ach, warte mal, war das das Haus, wo wir schon mal waren? Wo der Typ uns weggeschickt hat? Wir brauchen auch noch Ziegen heute, ne? War das nicht so? Hi, Wuffi. Ganz locker bleiben. Tut mir leid. Ich hoffe, der war nicht wichtig. Aber ich würde mich hier mal umgucken wollen. Ich hoffe, das ist okay. Wir sind immerhin ein Gesetzloser. Was hat denn der da hinten? Oh, der Hut ist jetzt nichts Besonderes, ne? Bisschen Schmuck hat er hier. Was war das? Ach, 25 Cent. Wow. Okay. Kohle. Nice. $12. Mhm. Mhm. Eine Uhr. Oh ja. Immerhin. So, was hat er hier noch? Das sieht ganz gut aus. Käse nehmen wir mit. Ah, den Bourbon können wir leider nicht mitnehmen. Schade, schade. Kann ich die Zeitung lesen? Nö. Den Wein hier? Auch eher nicht. Hier steht eine Knarre. Reparatierkarabiner. Nichts Besonderes halt. So, was haben wir hier? Warte mal, Premium-Zigaretten. Das ist gut. Bild Nummer 12, Weltmeister. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich. Kann ich hier noch was gucken? Nee, ne? Beim Ofen auch nichts.
Okay. Ja, wir werden jetzt also mal wieder was Böses machen. Oh, das ist aber okay für mich. Komm, nimm das Zeug mit. Ach, Mist. Okay. Wir müssen Sachen verkaufen gehen. Wir haben zu viel Zeug mit. Mal eine Kaffee. Ja, das war's hier, ne? Jo, sieht ganz danach aus. Ich wünschte mir, ich könnte Waffen und sowas einfach mitnehmen. Und dann die Waffen so verkaufen. Das wäre voll gut. Oh. Na gut. Ja, Wuffi, tut mir leid, ne? Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Und nicht böse sein. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Können wir hier zumachen? Nee, können wir nicht, ne? Gut. Plötze. Ja, Plötze kommt. Gut. Ich würde die alle mal mitnehmen. Kann jetzt natürlich sein, dass jetzt unser Ruf wieder ganz, ganz doll runtergeht, weil wir die ganzen Ziegen mitnehmen. Aber ich glaube, wir brauchten Ziegen. Ich weiß bloß nicht, ob es die hier waren. Zeig mal her. Kriegen wir schlechten Ruf? Ziegenfell gut. Gebirgsziege. Okay. Komm mal her, Plötze hier. Ich will nicht die ganze Zeit hier hin und her rennen. Das wäre super ätzend. Komm, stell ich mal hier hin. So, kann ich das hier an der Seite? Kann ich da schon noch verstauen? Ah, da gehst du immer noch rum, ne? Komm mal hierher. Ja, so ist gut. Stehen bleiben. Plötze macht mich irre, ne? Oh, Plätze, bitte. So, ja, ja, ja. Wird besser. Ja, 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 ja. So stehen bleiben, Plätze. Sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. So, ich hoffe, da ist auch ein perfektes Fell dabei. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir brauchten welches. Just hold on there, boy. Zack. Nehmen wir alles mit. Ja, ja, Hundi. Ist doch alles gut. Der tut doch keiner was. Also den Hund erschieße ich jetzt nicht. Weil von dem kann ich nichts nehmen. Das wäre so sinnlos. Voll das Schlachtfeld hier hinterlassen, ey. Plötze, stehen bleiben, bitte. Genauso wie du stehen bist. Hallo? Oh, bitte nicht festbacken hier oder so. Bisher noch keine perfekte. Ich glaube, ich brauche 3 perfekte Ziegenfell, ne? Kann das sein? Oh, perfekte. Sehr gut. Die ist perfekt. Sehr schön. Zack, zarab. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Ziegenfell war... war im Lager, wo wir das machen mussten. Wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, Wuffi weiß auch nicht mehr, was er machen soll jetzt, ne? Tut mir leid, der arme Wuff. Eine schönere Ledertasche für mein Messer hätte ich gerne. Dieses komische braune Leder gefällt mir nicht.
Können wir da eine bessere irgendwie holen? Geht das? Oh, nochmal. Perfekt. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchten die für die Sitzplätze, die Ziegenfälle. Fürs Lager. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So. Oh, nicht gegenspringen. Wir könnten dann die da hinten auch nochmal holen, weil wenn sie schon einmal da sind, würde ich sie schon gerne mitnehmen. So. Easy boy. Gotta be done. Naja, wir sind gleich fertig. Alles ist gut. Siehst du, Leute, und deswegen schließt man seine Haustür ab. Da kann in sowas nichts passieren. Da kann kein Irrer, Gestörter vorbeikommen und einen einfach abknallen. So. Ausgezeichnet. Na, da ist noch einer. Oregano, du trägst bereits die maximale Anzahl. Ja, alles gut. Den wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen, aber nett, dass du mir das anzeigst. So, ausgezeichnet. Perfektes Ziegenfell. Ja, da haben wir ein paar. Finde ich gut. Wie sieht es mit Schafgarbe aus? Kann ich die noch mitnehmen? Kann ich. Na, die Krähen, da würde ich auch gleich mitnehmen, wa? Okay, wenn man zu blöd ist zum Treffen natürlich, dann kann man da nichts mitnehmen. Das war ja super schlecht. Ah, ich habe ja auch die falsche Knarre gerade drin, ne? Ganz vergessen. Ich habe ja gar nicht meine Vulkanopistole. Wir müssen gleich mal wechseln. Was war denn jetzt? So, gut. Da müssen wir gleich mal gucken. Double Action Revolver, Rangers Revolver. Schofield. Wir müssen da auch mal schauen, welcher da der beste ist, ne? Ich mach mal so. Wird schon. Gut. Das war doch erfolgreich. Alle tot. Und bisschen Geld haben wir, perfekte Ziegenfälle. Also ich, ach Gott, ich find's super. Ach, das war bloß ein Busch. Okay. Dann, hier gibt's auch Bisons. Müssen wir vielleicht auch mal gucken. Kein Tier. Gut, dann mache ich mal, dass ich hier wegkomme, wa? War doch gut. Naja. Yep. War zwar kein 3 Sterne, aber immerhin. So, und hier soll das irgendwo sein. Keine Ahnung was, aber das. Also entweder, was war's? Zebra und ein Löwe gab's. Aber der Löwe, das weiß ich, der ist woanders. Okay, Fell. Ich habe vergessen, was das andere war. Tiger, ne? Ist das das Zebra? Sieht so aus, hä?
Ja, das ist das Zebra. Okay. There you go. Hey, now. Hey. Okay, ja. Das ist einfach bloß ein Esel, ne? Kann ich den irgendwie beruhigen oder sowas? Oh! Dober Esel. Liegt mein Hut da. Ich würde gerne auf mein Pferd aufsteigen. Muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit die Taste hier gedrückt halten? Das ist ja furchtbar. Komm. Okay, komm, wir bringen das Vieh hier zurück. Die Mucke dazu, ne? Komm, Eselchen. Schön. Komm, hör auf zu jaulen. Müsste doch gleich da sein, oder? Da. Komm mit, Eselchen. Warte mal, hä? Willst du mich verarschen? Komm jetzt! Los, ran hier! Die Mucke ist so geil! Dö, 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 dö. Okay, komm. Miss Margaret, ich habe hier was für dich. Yep. Und let's go. Good grief. You found him. Our ja. Zebra. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, I shall make it worth your while. But first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. Mm-hmm. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Callagher Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Na klar. So, Plötze.